Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ist dir eigentlich aufgefallen, ich immer so? Tagesdosis Angeberwissen. Ja, genauso wie früher Dieter Thomas Heck im ZDF. DF, ja, genau, ist ja wurscht. Wir haben heute den 21. Mai. Am 21. Mai haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind. Ja, diesmal ein etwas älteres Geburtstagskind. Am 21. Mai 1471 ist Albrecht Dürer geboren. Albrecht Dürer. Albrecht. Bekannt sind ja die Hände, ne? Die betenden Hände, ja. Genau. Genau. Er war sowieso bekannt durch seine Stiche, Holzstiche, Stahlstiche und so weiter. Ja. Also Wahnsinn, was der Mann noch alles... ich brauche einen Stich. Albrecht Dürer hat ja gerne so Stiche gemacht. Ja, Mann, ihr seht, womit ich hier mein Geld verdienen muss, das ist nicht mehr leicht. Am 21. Mai 1927 ist Charles Lindbergh in Paris nach dem ersten Atlantik-Alleinflug in Paris gelandet. Ja, da kann man ruhig mal gratulieren. Das ist eine tolle Aktion gewesen, ne? Ja, 1927 war das ein Riesending, weil er halt als erster alleine geflogen ist über den Atlantik. Vorher gab es schon Flüge, aber nicht alleine. Aha, okay. Ja. Am 21. Mai war noch was? Oder ist noch was? 1904 wurde in Paris die Fédération Internationale de Football Association, kurz abgekürzt FIFA, gegründet. Am 21. Mai wurde die FIFA gegründet. Richtig. Was jetzt gut oder schlecht ist, aber... Sei noch zu erwähnen, Sitz der FIFA ist in Zürich. Natürlich. Nur falls es irgendjemanden interessiert. Ja. Und am 21. Mai 1981 ist François Mitterrand, kennst du? Ja, Mitterrand zum französischen Präsidenten gewählt worden. Toll. Mensch, was wir jetzt wieder rausgehauen haben an Wissen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, morgen gibt es noch mehr Wissen. Was man hier alles lernt. Ach, richtig geil. Ja, bis dahin sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski, bis Baldinski.